Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ganz genau Video Nummer 2 von den Tutorials zu Filmora. Es gibt ein neues Update von Filmora, Filmora 14. Und da gibt es eine Funktion, die ich mega genial finde. Wie ihr wisst, ist in Deutschland ja YouTube gar nicht mal so riesengroß. Und wie könnten wir das ändern, um mehr Leute zu erreichen? Richtig, indem wir Englisch sprechen. Aber vielleicht ist uns das nicht so, ja, nicht so angenehm. Und genau dort setzt Filmora mit einem neuen Tool an. Und zwar KI-Übersetzung von Deutsch ins Englische direkt auf dem Video mit Lippensynchronisation. Und ich muss sagen, das Ganze ist um einiges besser, als ich dachte. Und das möchte ich euch gerne einmal zeigen. Denn vielleicht hast du Bock, auch mehr Leute zu erreichen. Ich überlege jetzt tatsächlich, einen zweiten Kanal zu machen, in dem ich Videos auch komplett auf Englisch mache. Das ist dann ein bisschen doppelte Arbeit. Aber wenn KI sich da noch mehr weiterentwickelt, dann ist das einfach ein Riesenpotenzial. Und das möchte ich euch einfach nicht vorenthalten. Ich nehme euch jetzt mit, wie ich einen Intro-Clip von den Radon Test Days übersetze, color grade und vorbereite von der Stimme her, dass es am Ende cool aussieht. Und ja, legen wir mal direkt los. Ab geht's. So Leute, hier sind wir jetzt in Filmora drin. Wie man einen Clip importiert, das muss ich euch ja nicht mehr zeigen. Das haben wir ja schon beim letzten Mal gemacht. Und hier habe ich jetzt den Clip drin von den Radon Test Days und von meinem Intro. Und der ist aktuell so. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, sind wir an einem ganz neuen Gelände von den Radon Test Days am Flow Trail Siegen vom MTB Siegerland. So, und das, was ich als erstes machen möchte, ist jetzt erstmal natürlich, ihr seht, das ist in S-Log 3 gefilmt, das heißt ein flattes Farbprofil. Und ich möchte das gerne haben, dass da natürlich Farbe drauf ist. Das machen wir ganz einfach, indem wir hier auf den Bereich Video gehen, dann auf Farbe und dann auf LUT. Und dann gibt es schon Conversion LUTs für verschiedene Kameras. Das ist jetzt zum Beispiel hier ein S-Log Conversion LUT und so weiter und so fort. Und der macht ein ein flaches Farbbild zu einem REC 709 Farbbild. Die gefallen mir jetzt allerdings alle nicht so mega gut und deswegen können wir natürlich auch eigene hinzufügen. Und ich habe hier den ganzen Batzen. So, und hier habe ich jetzt meine eigenen von Sony. Ne? So, jetzt habe ich hier meine eigenen LUTs von Sony reingepackt. Und dort nehmen wir dann S-Log 3 zu hier LC 709 oder das Type A, beides ganz gut. Und jetzt klappt das aber ja noch nicht ganz. Es sieht immer noch so ein bisschen komisch aus. Und dann kann man sich diese Farbkurven hier zur Hilfe holen. Und hier sieht man verschiedene Sachen. Das hier ist jetzt das, was mir für mich gerade wichtig ist. Ich möchte gerne, dass hier die Tiefen so ein bisschen hochkommen. Und das kann man jetzt über verschiedene Dinge machen. Man könnte jetzt einfach hier die Belichtung natürlich hochdrehen. Dann geht alles hoch. Was wir jetzt ja nicht unbedingt wollen. Man kann auch einfach die Schatten so ein bisschen anheben. Man kann jetzt hier die Highlights alleine anheben. Ihr seht, hier oben, da verändert sich dann das in den Highlights. Und ich bin tatsächlich positiv überrascht, wie gut das Ganze funktioniert. Allerdings, was jetzt neu ist, ist auch die KI-Farbpalette. So. Und was wir jetzt machen können, ist sich ein Referenzbild auswählen, was einem gut gefällt, und dann kann man praktisch das Color Grading kann man praktisch einfach kopieren. Und was wir jetzt mal machen, ist ganz spannend. Wir nehmen jetzt mal, das ist ja so ein relativ sommerlicher Tag, sagen wir mal so, ne? Es war jetzt nicht so schlechtes Wetter da, und vielleicht kennt der eine oder andere Sam Colder, der macht so Travel-Filmmaking-Kram. Und was wir jetzt machen, ist ein ungefähr ähnliches Bild wie das zu finden. Das heißt, so mit so ein bisschen Grün und sowas. Und dann möchte ich gerne das Color Grading von der KI
kopieren lassen. So, das ist natürlich jetzt nicht so einfach. Wir müssen ja theoretisch jetzt ein Bild finden. Fast 70% aller. Ein Bild müssen wir jetzt finden, was halt dort genau reinpasst vom Setting. Dann gehen wir mal hier kurz so durch. Aber an sich finde ich die Farben immer von ihm einfach auch mega schön. Kann man gut machen. Das hier noch so am ehesten, da ist hier so ein bisschen grün und so. Wir machen mal hiervon jetzt einen Screenshot. Und dann geben wir das einmal hier der KI und sagen generieren. So, und dann hat er das hier schon fertig gemacht. Sieht natürlich jetzt nicht so super exakt aus, aber ich finde, es ist ein Grading, was schon ganz cool aussieht. Wir können jetzt ja mal hier ist auf jeden Fall ein Ticken mehr Grün drinne. Und hier auch. Hier ist noch mal so ein anderes Farbschema. Wir können das mal kurz auf 4K hier machen. Das hier wäre natürlich crazy, hätten wir so einen Shot, dass er da das Grading so übernehmen könnte. Passt aber nicht, weil wir ja keinen Sonnenuntergang haben. Ihr müsst schon einen ähnlichen Shot haben. Also es ist halt super praktisch für Leute, die einfach keinen Bock haben auf ein kompliziertes Color Grading. So, ne? Die können theoretisch einfach sich hier, guck hier, jetzt wird das viel zu rot, das passt natürlich überhaupt nicht. Aber die können einfach sich ein easy Color Grading praktisch übernehmen von anderen Filmmakern oder so. Ne? Und das ist einfach eine praktische Sache. Hier dieser Motorradfahrer da oder Rennfahrer, der wäre eigentlich ganz cool. Ja, wir nehmen jetzt einfach das hier. Das sieht freundlich aus und so ein bisschen sommerlich. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut funktionieren könnte. Wieder hier. So, und dann tatsächlich speichern und anwenden. Und ich finde jetzt, das Grading sieht top aus. Also wenn ihr mal überlegt, so sah das vorher aus. Was geht ab? Herzlich willkommen zu... Und jetzt sieht es so aus. Da ist auf jeden Fall schon was passiert. Und ich finde auch, dass es einfach schick aussieht. Das Einzige, was mir jetzt noch nicht so gefällt, ist der Kontrast. Da könnte man jetzt sagen, okay, wir möchten hier ein bisschen mehr Kontrast reinhaben. So, bupp. Und schon habe ich eigentlich ein gutes Bild. Das war das KI-Feature Nummer 1, was ich euch zeigen wollte. Dieses KI-Farbpalette mit Screenshots. Man kann auch ein ganzes Video reintun, dann hat die KI mehr Daten und es funktioniert wahrscheinlich um einiges besser. Was ich euch jetzt noch gerne zeigen möchte, ist, wie das Ganze aussieht mit ein bisschen anderem Videomaterial und anderen LUTs. Dazu habe ich mal zwei Clips rausgesucht. Die sind so aus dem Winter, aus dem Wald. Es ist ein bisschen grün mit dem Bild, aber auch einfach mal ein ganz anderes Setting. Und ich finde ja immer, gerade wenn es um Log-Footage geht, wo wenig Licht mit drin ist, ne? Also keine Sonne oder Wald und so weiter und so fort, dann ist das manchmal gar nicht so einfach, da ein schönes Grading hinzubekommen. Und das kostet echt immer ordentlich Mühe. Mit dem KI-Feature ist das allerdings gar nicht mal so schwer. Also nachdem die Proxys erstellt worden sind, kann man das hier wieder reinziehen, die Timeline, dann wieder beantworten, dass hier das Footage nicht angepasst werden soll oder angepasst werden soll. Und ihr seht jetzt, es ist wirklich richtig low von den Farben her. Das Ganze ist natürlich wie ein S-Log3 gefilmt. Das heißt, ihr könnt entweder ein Conversion LUT benutzen oder auch den Conversion LUT weglassen und das Base Grading komplett von der KI machen lassen. Ich probiere jetzt einfach mal beides hier für euch, und zwar einmal ganz normal mit dem Conversion LUT zuerst, dann kommt so ein bisschen Farbe und Kontrast schon zurück, aber es hat noch keinen richtig, richtig coolen, schönen, individuellen Look, den man gerne haben möchte. Und das Ganze halt zu erstellen ist für Color Grading meistens gar nicht so einfach, weil vom Color Grading richtig zu lernen, muss man schon ordentlich was können. Also nehmen wir wieder die KI-Farbpalette, dann braucht man kurz hier eine Aktualisierung, aber in der Regel
gehen die Aktualisierungen hier relativ flott. So, jetzt lädt das Ganze. Einmal kurz warten. Zack. So, dann haben wir wieder unser Bild hier, wo man das einmal generieren kann, die Bilder auswählen kann oder eine lokale Datei. Ich habe wieder zwei Screenshots vorbereitet. Diesmal vom Roman Hense. Ich finde, der macht ultra, ultra schöne Videos. Und ich habe hier zwei Clips rausgesucht, die so ein bisschen in den Mood ungefähr passen. Und dann klickt man hier wieder auf Generieren und dann hat man wieder eine Auswahl. Und jetzt mache ich wirklich nur noch ganz, ganz kleine Adjustments. Und zwar mit den Kurven. Hier seht ihr einmal, man kann einfach die Stärke einmal anpassen. Aber mit den Kurven nehme ich jetzt einmal die Tiefen und die Highlights so ein bisschen unter die Lupe. Und ihr seht, wenn man so eine kleine S-Kurve hier bastelt, dann sieht das schon direkt mega gut aus. Jetzt mal einmal noch ein Bild mit mir, also einem Subject sozusagen, mit im Bild. Das Ganze ist dann noch ein bisschen herausfordernder, weil einfach ja ein Objekt mit im Bild ist, ein Mensch. Und da gehen wir den gleichen Weg jetzt ungefähr, nur dass wir erstmal den Conversion-LUT nicht benutzen. Das heißt KI-Farbpalette, wir wählen wieder ein anderes Bild aus, das heißt lokale Datei. Diesmal habe ich eins rausgesucht mit einem Mädchen und einer Frau hier. Und drücken wieder generieren und dann seht ihr, die Farbe wird schon wieder angepasst. Und dann passe ich wieder einfach nur über die Kurven die Tiefen und die Highlights an. Hier sieht man jetzt nochmal, wie es aussieht, wenn man Conversion LUT drauf macht. Aber wir machen jetzt einfach mal hier Kurven und ziehen die Highlights ein bisschen runter, die Highlights ein bisschen hoch und die Tiefen ein bisschen runter. Und schon seht ihr, habt ihr ein geiles Grading aus einem Log-Footage gebastelt. Und ich finde persönlich, das ist auf jeden Fall super, super easy und ist sonst komplizierter. Was ich aber euch eigentlich zeigen wollte, ist ja die AI-Übersetzung. So, und dann klickt man hier unten drauf, dann hat man Sprache und Untertitel. Nur Untertitel übersetzen, natürlich Sprache und Untertitel. Die Untertitel will ich natürlich später ausmachen. Deutsch zu Englisch, US. Könnt auch andere Sprachen auswählen. Wir nehmen Englisch, US und machen Lippensynchronisation Beta. Das ist jetzt bisher nur die Beta-Version. Ich gehe davon aus, dass das Ganze noch um einiges besser werden wird. Und dann drückt man einfach auf Übersetzen und die KI macht ihren Job. Ich muss sagen, ich habe das Ganze ja schon mal ausprobiert jetzt im Vorhinein. Es ist natürlich noch nicht perfekt, weil gerade wenn eine Beta-Version ist, ne, dann läuft das Ganze ja noch nicht so gut. Und während ich das Video hier aufnehme, ist es zum Beispiel in Deutschland gerade noch auch gar nicht verfügbar. Allerdings muss ich einfach sagen, hat es mich doch positiv überrascht, wie gut die KI das macht. Weil es gibt einige andere Anbieter, die ich schon probiert habe zu dem Thema, weil zum Beispiel große YouTuber wie MrBeast und so, die übersetzen schon länger ihre Videos in mehrere Sprachen. Und ich muss einfach sagen, das hat einfach überraschend gut geklungen für mich. Wir haben es auch mal mit Michi getestet, pipapo. Ne? Worauf ihr euch aber gefasst sein machen müsst, dass wenn ihr sowas macht, dass es halt sein kann, dass es nicht mit jedem Clip optimal funktioniert. Mit dem Clip jetzt hier gerade mache ich das tatsächlich auch das erste Mal und ich weiß nicht, wie gut es klappen wird. Ich hoffe natürlich, es funktioniert gut, denn es wäre ein blöder Vorführeffekt. Ja, ich lasse mal die KI kurz arbeiten und dann melde ich mich gleich bei euch, wenn die fertig ist. So Leute, das KI-Dubbing hier ist fertig. Jetzt haben wir hier einmal Textübersetzung, die Tonspur und so weiter. Die Textübersetzung, die lösche ich immer gerne lieber raus. Und jetzt hören wir mal rein, wie das klingt. Hey guys, what's going on? Welcome to a new video. As you can see, we are at a brand new terrain from the Raid on Test Days at the Flow Trail Siegen from MTB Siegerland. We will take you with us today, show you what's going on here, go to the whip-off contest, and of course ride a bike from Raid on Probiz, of course, have fun with the video. Ja, Leute, was sagt ihr? Also ich find's, man sieht natürlich so die ein oder anderen Glitches so, aber alles in allem klingt das doch geil. Und jetzt kann man hier halt einfach noch bei Audio, könnte man jetzt noch KI-Stimmverbesserung machen, dann klingt das. New terrain from the Raid on Test Days at the Flow Trail Siegen from MTB Siegerland. We will take you with us today, show you what's going on here. Dann klingt das noch ein Ticken besser.
Und was mir halt immer gerne, was mir immer gefällt, ist, wenn man hier so ein bisschen. Here, go to the whip-off contest. And of course, ride a bike from Redon Probis. Of course, have fun with the video. Ach, geil. Also, ich finde das einfach sehr, sehr spannend. Jetzt kann man hier die Lautstärke noch ein bisschen anpassen, weil es doch relativ leise, ne? Video, as you can see, we are. So, und jetzt, man hört natürlich noch so ein bisschen, dass es so in Richtung KI geht, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, nehmen wir mal einen Song. Nehmen wir mal hier so einen Song drunter. Können natürlich, wie ihr wisst, auch das mit KI generieren. Aber. Hey guys, what's going on? Welcome to a new video. As you can see, we are at a brand new terrain from the Radon Test Days at the Flow Trail Siegen from MTP. Hier schon mal eine Spitze rein. And of course, ride a bike from Radon Probis. Of course, have fun with the video. Ja. So würde das Ganze aussehen können, Leute, wenn man jetzt einfach so ein Intro auf Deutsch macht. Also ich bin wirklich begeistert, ne? Intro auf Deutsch, Intro auf Englisch. Und ich finde das einfach eine mega spannende Geschichte. Muss einfach sagen, dass da auf jeden Fall in Zukunft bestimmt sich noch einiges tun wird. Und sehr wahrscheinlich einfach, ja, in Zukunft man wesentlich mehr Leute erreichen kann in allen Sprachen. Und ich finde es einfach mega gut, weil für mich als Creator gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten. Man muss sich natürlich die extra Arbeit machen, aber die Möglichkeiten, die das Ganze bietet, die sind halt wirklich krass. Tja, in diesem Sinne, Leute, wenn ihr immer noch Interesse an der Software habt, Link ist dazu in der Videobeschreibung. Ich finde es spannend, mit sowas hier rum zu experimentieren. Und es gibt auch noch einige andere neue Features bei der Version 14, wie zum Beispiel, dass man Longform-Content automatisch in viele Shortform-Contents teilen kann. Dann gibt es eine KI, die ein Objekt trackt, zum Beispiel, wenn du von 16 zu 9 auf 9 zu 16 Content wechselst und immer das Objekt geframed haben willst in der Mitte, dann gibt es diese Tools. Es gibt wirklich viele, viele Neuigkeiten und ich finde es krass, dass da so schnell so viel passiert. Ich bin der Meinung, da könnte sich vielleicht die ein oder andere Schnittsoftware eine Scheibe von abschneiden, unter anderem meine Software, mit der ich sonst arbeite, weil die hängen wirklich da ein bisschen hinterher. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht's gut. Ciao.